Willkommen zurück aus der Werbung, liebe Zuschauer. Und wir beschäftigen uns diesmal bei Harry Hilft mit einem übergeordneten Thema, mit einem übergeordneten Problem. Denn der Platz hier vor dem deutschen Parlament, dem Reichstagsgebäude, sollte eigentlich ja grün und schön aussehen. Aber Bezirk und Land haben gar Geld für die Pflege. Doch wer kommt denn nun ja für diesen Platz letztendlich auf? Wo früher mal grüner Rasen war, sind heute nur noch zertrampelte Pfade übrig. Die Rede ist vom Vorgarten des Bundes, der Reichstagswiese. Der Bundestagsabgeordnete Frank Steffel zeigte sich empört über den Zustand des wohl wichtigsten Platzes des Landes. Wies im ersten Teil unserer Sendung nochmal darauf hin, dass es hier um wenige tausend Euro gehe. Doch Zuständigkeiten und klamme Kassen sorgen dafür, dass seit Jahren um den heißen Brei herum geredet wird. Nachfrage beim Bezirk. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt darf ich Ihnen vorstellen, Harald Büttner, das ist nämlich der zuständige Leiter des Grünflächenamtes in Mitte. Hallo erstmal, Herr Büttner, ich würde sagen, wir gehen ein Stück, solange der Regen uns noch ein bisschen verschont. Herr Büttner, wir stehen hier ja vor dem Reichstag und dieser Platz ist für den Otto-Normal-Besucher ja von Berlin ja vor dem Reichstag ja relativ trist. Warum kriegt das Bezirksamt das nicht gewuppt, dass dieser Platz auch ja schön aussieht, repräsentativ aussieht? Ja, ich muss Ihnen recht geben. Also eigentlich ist das etwas, wo man sich schämen muss. Das ist ja ein Platz, der in den Medien sehr, sehr häufig präsent ist. Sie wissen, die ganze Berichterstattung läuft von hier, die Kamerapositionen und dann immer das, diese Wüste, vor der wir hier stehen. Jetzt mit den Wasserpfützen ganz besonders hübsch. Also es ist schon peinlich. Der Punkt ist der, wir haben in den vergangenen Jahren jedes Jahr so um die 20.000 bis 30.000 Euro hier ausgegeben auf diesen Platz und das braucht es auch. Mhm. Weil Sie sehen ja, wir haben hier die Touristen, die Schlange, die hier immer stand und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Frequentierung und starke Nutzung, aber dafür ist er ja gedacht. Das ist ja eigentlich jetzt nichts Verwerfliches oder Schlimmes, die Leute kommen hierher, toll, gut. Aber es braucht dann eben die entsprechende Pflege. Und die entsprechenden Aufwendungen, gärtnerisch gesprochen jetzt mal, erifizieren, vertikutieren. Ich glaube, das kennt so jeder, was man da so macht. Ein bisschen nachsehen und der Heckenschnitt natürlich auch. Gut, 20.000, 30.000 klingt jetzt nicht viel. Aber wenn man in so einer desaströsen Situation ist wie das Grünflächenamt in Mitte, dass man also jeden Euro umdrehen muss. Ich sage Ihnen jetzt mal eine Zahl. Wir haben 1,1 Millionen Euro für 540 Hektar. Mhm. Jeder Kleingärtner, jeder Schollenbesitzer kann sich ausrechnen, was auf einen Quadratmeter da kommt und wie viel er ausgibt. Vermutlich mehr. Also wir haben es nicht. Wir müssen unser Geld wirklich für die allernotwendigsten Aufgaben aufheben. Da geht es um Verkehrssicherungspflicht. Klar, das ist wichtig, dass Menschen nicht zu Schaden kommen. Auf den Spielplätzen, Sie kennen das Thema. Und ratzfatz, Ende Januar, Anfang Februar ist unser Geld weg. Und dann hoffen wir immer, dass das Jahr schnell zu Ende geht. So geht es uns. Wir sind pleite. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück weiter, weil jetzt ist der Platz ein bisschen mehr frei. Das heißt, wir können wirklich auf dem Sand dann laufen, im Regen heute mal. Herr Büttner, was ich mich immer frage, warum muss denn der Bezirk Mitte für die Pflege aufkommen? Weil es ist ja eine bundesweit wichtige Geschichte. Da könnte doch ja sehr wohl ja der Bund auch sagen, wir übernehmen das Geld. Wir haben im ersten Teil unserer Sendung mit dem Bundestagsabgeordneten Frank Steffel gesprochen, der fordert ja, dass sich der Bund, das Land und der Bezirk ja mal zusammensetzen und wirklich darüber reden, was wird aus diesem Platz. Das heißt, warum kommt der Bund einfach nicht für die Finanzierung aus? Was ist Ihre Vermutung? Ja, wir haben ja mit der Bundestagsverwaltung eigentlich einen sehr guten Kontakt. Ich streiche eigentlich, wir haben einen guten Kontakt. Wir unterhalten uns über all die Probleme hier und die Bundestagsverwaltung hat von uns schon vor 5, 6 Jahren mal ein Bittschreiben erhalten, wo wir geschrieben haben, liebe Leute, also bei uns ist klamm, könntet ihr uns da helfen, könntet ihr uns unterstützen, wir kriegen das mit dem Platz hier nicht mehr geregelt, wir müssen die Unterhaltungsaufwendungen erhöhen. Das haben die geprüft und haben zurückgeschrieben, lieber Herr Büttner, würden wir ganz gerne, aber es verhält sich schlicht und ergreifend so, durch den Hauptstadtvertrag überweist der Bund an das Land Berlin jedes Jahr eine erkleckliche Summe und da ist alles drin. Ja. Ihr Land hat das Geld schon mal erhalten. Wir würden es Ihnen ein zweites Mal geben. Das kriegen wir bei unseren Haushältern nicht durch. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass im Land Berlin der Mittelzufluss zu Ihnen ein entsprechender ist. Na gut, dann haben wir das nächste Schreiben an den Finanzsenator gerichtet, haben gesagt, wir kommen mit der Kohle nicht klar, wir bräuchten ein bisschen zusätzlich. Dann schreibt der uns, hallo, ihr habt eine Globalsummenzuweisung im Bezirk, das Geld ist dabei, kümmert euch. Dann schreiben wir an unseren Bürgermeister und sagen, Herr Bürgermeister, wir kommen mit dem Geld nicht klar. Dann sagt der Bürgermeister, tut mir leid, aber wir sind ein Klammerbezirk und wir haben an allen Ecken und Enden Probleme und du hast deine, wir haben unsere, aber wir haben Schulden, die müssen wir abbezahlen.
Und wir müssen einen Haushalt aufstellen und du kriegst nicht mehr wie die 1,1 Millionen. Ende der Durchsage, schau, wie du klarkommst. Dann habe ich dem Bezirksamt eine Liste geschickt, wo drin stand, das ist die Streichliste. Die ganz böse Streichliste. Das sind alles die Maßnahmen, die ich wegfallen lassen muss, wenn es bei dem Geld bleibt. Der Tillet-Dieu-Park, der Platz hier und verschiedene andere Dinge. Baumnachpflanzungen und. Und da hat das Bezirksamt gesagt, na, dann ist es so. Und seitdem ist es so. Und dieses Jahr hat Herr Götte, das ist der Inspektionsleiter, Zuständige für den großen Tiergarten und den Platz hier, eine Ausschreibung gemacht, weil er gesagt hat, ich will das aber mal wissen und dann reiche ich das nochmal ein, weil ja der Bundestagsabgeordnete Frank Steffel auch so dezidiert nachgefragt hat, was wird es denn kosten? Also haben wir es gemacht. Dabei ist rausgekommen, in dem Zustand, wie er jetzt ist, weil wir eben so lange nichts gemacht haben, kostet uns die Rasenregeneration jetzt schon 50.000. Und der Heckenschnitt noch mal 10.000 dazu. Wir sind bei 60.000. Und das sprengt wirklich jeglichen Rahmen. Das ist für das Grünflächenamt absolut ja, jenseits jeder Vorstellung. Da müssten wir dann wirklich, ich sag mal, solche ganz wichtigen Dinge wie eine Laufbahnregeneration in der Schule auf dem Sportplatz, wo ja Schulsport stattfindet, Pflichtfach, das müssten wir sausen lassen dafür. Das können wir keinem Menschen erklären. Also das haut nicht hin. Und insofern stehen wir jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, kann man kaum noch erklären, den Außenstehenden. Aber Fakt ist, dass unsere Bemühungen bisher leer gelaufen sind. Und ein bisschen hoffe ich natürlich darauf, dass der Herr Frank Steffel was reißt. Für uns, der engagiert sich ja da sehr. Aber kann man denn die Gelder, wenn Sie jetzt sagen, oder wenn der Bundes sagt, da ist ja schon Geld ans Land Berlin für die Pflege ja, dieses Platzes geflossen, dass man die Gelder einfach ja, festschreibt und sagt, dieses Geld, was wir als Bund geben. Großartige Idee. Aha. Großartige Idee. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Und Sie werden lachen. Bei der Tiefbauunterhaltung und bei der Hochbauunterhaltung ist es so. Weil das Land Berlin gesagt hat, so geht es nicht weiter. Die Bezirke zweckentfremden diese Mittel, die tun es in Sozialetat, die tun es bei Schule oder sonst irgendwie was hin, wo es natürlich auch wichtig ist. Aber sie verwenden es nicht für die hochbauliche Unterhaltung und für die Tiefbauunterhaltung. Und da hat der Finanzsenator gesagt, ihr müsst uns nachweisen. Und Gnade euch Gott, wenn ihr das Geld woanders hinschiebt. Nur bei der Grünflächenunterhaltung nicht. Und die Bezirksbürgermeister haben erst jüngst wieder dafür plädiert, nee, das können wir nicht machen, Zweckbindung bei das Grün. Ja. Weil sonst haben wir keine Möglichkeit. Also das so die Quarkmasse ist, aus der man sich bedient, wenn im Bezirk das Geld. Ja, wenn irgendwo ein Loch ist, dann stopfen wir es damit. Und so ist es mitten nicht anders als in vielen anderen Bezirken. Das ist leider so. Und so läuft halt ja, der Verfall des öffentlichen Grüns in Berlin weiter. Und es ist ja nicht die einzige Grünanlage, die so desolat aussieht. Da können Sie sich viele angucken, die wirklich runtergewirtschaftet sind. Das ist ein Raubbau an unserer Infrastruktur. Da haben wir als Grünflächenamtsleiter vor vielen Jahren schon gewarnt, dass dieses Ding irgendwann mal unaufhaltsam wird und dem Land Berlin irgendwann viel Geld kostet. Weil Sie sehen, aus den 30.000 vor ein paar Jahren sind jetzt 60.000 geworden. Die Summe hat sich verdoppelt. Da gibt es ein ganz wunderbares Sprichwort dazu. Zur rechten Zeit ein Nadelstich, erspart ihr neune sicherlich. Also das haben unsere Altvorderen schon gewusst. Aber für uns ist das, wir lernen aus diesen Dingen nicht. Und insofern sehr, sehr bedauerlich diese Entwicklung. Nur, ich bin immer Bittsteller im Bezirk, im Land und beim Bund. Und wenn da keiner hört, dann müssen wir mit solchen Zuständen leben, obwohl es in der Gärtnerseele natürlich sehr wehtut. Das können Sie sich vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück und Achtung, Kameramann, ich würde sagen in die Richtung, weil da kommt eine riesengroße Pfütze. Die bilden sich nämlich, wenn das hier alles abgelatscht ist. Ich denke mal, hier auf dem Boden war mal Rasen, ne? Ja, hier war überall Raseneinsaat und nach der Rasenregeneration sah das auch dann so übers Jahr aus ziemlich gut aus, geschlossen. Vor allen Dingen, wenn man von vorne jetzt nicht jeden Grashalm im Einzelnen begutachtet hat, war der Eindruck eigentlich immer sehr, sehr schön, über viele Jahre hinweg. Und nach 2006 Fußball-Weltmeisterschaft, da kann sich der ein oder andere noch dran erinnern, war ja hier die Adidas Arena und da war nochmal eine ganz große Totalrekonstruktion. Und da haben wir den Platz sehr, sehr auf Vordermann bringen können mit dem Geld des Sponsors Adidas. Da war alles top. Und seit diesem Zeitpunkt geht es jedes Jahr ein Stückchen rückwärts und in 2014 stehen wir hier. Wir haben wieder Fußball-Weltmeisterschaft, kommen viele Leute in die Stadt, Massentouris und ja. Hätten Sie sich, der Frank ist mal jetzt auch wieder, haha, ganz schlau, hätten Sie sich nicht einfach für dieses Jahr wieder einen guten Sponsor besorgen können, der dann am Ende die Grünfläche wieder ja, herrichtet?
ja, wir, ist ja nicht so, dass wir nicht geworben haben und versucht haben, Leute zu begeistern. Aber der Punkt ist ja der, es macht ja keiner was umsonst. Auch die Sponsoren wollen eine Gegenleistung haben. Und ja, da ist Werbefläche vom Parlament des Deutschen. Da ist es dann schon immer sehr, sehr schwierig, weil wir werden ja häufig dafür getadelt, dass wir, was die Vermarktung anbelangt, Werbeverträge und so, na, die Vermarktung des öffentlichen Raumes und wir verramschen hier alles und das geht doch nicht. Also da kriegen wir schon auch immer ganz schön viel Zunder. Aber wir haben auch keinen gefunden, der in der großen Größenordnung mit 60.000 für eine einmalige Rekonstruktion hier einsteigt. Und ehrlich gesagt, Herr Perlinger, es nützt mir auch nichts, weil ich brauche die Nachhaltigkeit. Ich brauche im nächsten Jahr ja wieder jemanden, der mir was gibt, damit wir dann dranbleiben. Weil der Sponsor wird ja uns verpflichten und sagen, Postmofi, ich gebe euch das einmal, aber ihr haltet es mir in Ordnung. Ja. Und das kann ich, ich kann es nicht. Ich kann das niemandem zusagen, weil im nächsten Jahr müssen wieder Gelder fließen, damit wir permanent dranbleiben. Das ist eben die Nachhaltigkeit, die hier gefordert ist auf so einem Platz. Wenn ich die nicht gewährleisten kann, dann tut es mir auch leid. Also dann sind die 60.000 auch verbrannt. Und das kann man eigentlich niemandem erklären. Wir sind ja heute auf der Suche nach Antworten. Wir hätten ja gerne auch mit dem Land Berlin gesprochen, aber der zuständige Senator oder seine Pressesprecherin, die hatten beide keine Zeit für uns, sich zu diesem Thema zu äußern. Die waren aber auch schon hier vor Ort. Was sagt denn das Land Berlin eigentlich? Warum kann Herr Nussbaum / der Stadtentwicklungssenator Michael Müller nicht einfach sagen, okay, das ist dieser eine Platz. Klar, es gibt viele marode Flächen, viele kaputte Spielplätze, alles, worum sich die Bezirke kümmern müssen. Aber dieser eine Platz hier, der ist uns so wichtig, da schreiben wir Geld jährlich wirklich extra fest. Mein Kollege, ich hatte ihn ja schon erwähnt, der Inspektionsleiter Herr Götte, hat das bei dem Termin, der war im Februar hier, war der Bezirksbürgermeister Dr. Hanke, Herr Spalleck, der zuständige Baustadtrat, und Herr Müller, der Senator, waren vor Ort. Und den Vorschlag hat der Kollege gemacht, hat gesagt, machen Sie es doch einfach so, wir machen hier eine sogenannte Ist-Budgetierung. Wir weisen Ihnen nach, Sie nehmen es aus unserer Zuweisung raus, und wir weisen Ihnen nach, was wir hier jährlich verbrauchen, rechnen das mit Ihnen ab. Ja? Das wäre doch ein faires Angebot. Ja. Da haben wir nichts mehr dazu gehört. Seit diesem Vorschlag ist irgendwie nichts passiert. Also der liegt da irgendwo rum. Harald Büttner, vielen Dank für die vielen, vielen Antworten. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sendung heißt zwar Harry hilft, aber manchmal können wir wirklich nur den Finger in eine Wunde legen, auf ein Problem hinweisen, was uns, denke ich mal, alle beschäftigt. Und vielleicht konnten wir heute ja ein bisschen den Stein ins Rollen bringen, die Diskussion, was diesen Platz hier vor dem Reichstag angeht, ja, die Verschönerung dieses Platzes angeht, ja, dass die Diskussion am Leben gehalten wird und Harald Büttners Worte hoffentlich in Petrus Ohr, der so ein bisschen ja weint über wahrscheinlich den Zustand dieses Platzes, ja, dass mal das Land und der Bund und natürlich auch der klamme Bezirk sich ja an einen runden Tisch setzen und mal wirklich überlegen, ja, siehe Vorschlag von dem Bundestagsabgeordneten Frank Steffel, ja, was aus diesem Platz, diesem repräsentativen Platz wirklich werden soll. Vielen Dank nochmal und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie vielleicht auch eine Dreckecke, eine Schmutzecke oder einen schlimmen Ort, wo wir mal mit der Kamera vorbeikommen sollen, schreiben Sie uns ruhig. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt nochmal. Haben Sie Sorgen mit Ihrem Vermieter, Stress mit dem Jobcenter oder stört Sie etwas in Ihrem Kiez? Harry hilft. Mit unseren Kamerateams besuchen wir Sie vor Ort und gehen dem Problem auf den Grund. Schreiben Sie uns. TV Berlin, Harry hilft, Prinzessinnenstraße 8 in 10969 Berlin. Oder schicken Sie uns eine Mail an harryhilft@tvb.de. Harry hilft, die Kummernummer auf Ihrem Hauptstadtsender TV Berlin. Gemeinsam sind wir stark. TV Berlin kämpft für Sie. Ja, liebe Zuschauer, siehe da am Schluss unserer Sendung. Jetzt ist nämlich wirklich fast Schluss. Haben wir doch noch ein Statement bekommen von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Daniela Augenstein ist die Sprecherin des zuständigen Senators Michael Müller. Hallo erstmal, Frau Augenstein. Und natürlich die Frage, warum sieht der Platz vor dem deutschen Parlament so schlimm aus? Kann das Land Berlin da nichts tun? Ja, das ist keine neue Diskussion, die da jetzt geführt wird, sondern es ist bekannt, dass der Bezirk dort offensichtlich nicht genug Geldmittel hat, da nicht richtig hinterherkommt, auch wenn er die Zuständigkeit hat. Wir haben schon auch in der Vergangenheit teilweise Gespräche geführt mit dem Bund. Bisher, so ist unser Kenntnisstand, hat auch immer der Bund das nicht als seine Aufgabe gesehen, genauso wenig wie eben die Senatsverwaltung eigentlich dafür zuständig ist. Wenn es jetzt Gespräche geben sollte, dann werden wir uns natürlich auch als Land nicht verweigern, werden mit unserer Verwaltung uns beteiligen, selbst wenn wir dort keine direkte Zuständigkeit haben.
Okay, dann erstmal vielen Dank. Und das Versprechen heute abgerungen, wenn Herr Steffel es schafft, alle Beteiligten an einen Tisch zu kriegen, ist auch das Land Berlin mit dabei. Dann ist auch unsere Verwaltung mit dabei. Okay, der Sturm zieht auf, hoffentlich ein positiver Sturm. Vielen Dank, Daniela Augenstein. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's jetzt wirklich. Wir sehen uns recht bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.